Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Eigentlich wäre heute wieder Corona mein Thema gewesen. Allein schon, weil mich die Absage des Nürnberger Christkindlmarktes wirklich schmerzt. Leider war sie angesichts des Infektionsgeschehens unausweichlich. Doch die Pandemie darf uns nicht den Blick auf andere wichtige politische Themen verstellen. Dazu zählt für mich explizit der Umweltschutz. Am Mittwoch hat Umweltminister Thorsten Glauber seine erste Regierungserklärung abgegeben und Bilanz gezogen. Und zwar eine, die sich sehen lassen kann. Thorsten hat in den zurückliegenden 2 Jahren sehr viel erreicht und wichtige Signale gesetzt. Vom Artenschutz bis zum Klimaschutz. Das hat die Landtagsgrünen nicht davon abgehalten, ihn mit Spott und billiger Polemik zu überziehen. Das Umweltministerium, so die Grünen, sei ein Sanierungsfall und es gäbe viele Baustellen, hieß es da. Die Realität ist freilich eine andere. So hat Bayerns neuer Umweltminister mit dem Volksbegehren Plus in Sachen Bienenschutz einen Meilenstein für die Artenvielfalt gesetzt. Der Nationalpark Bayerischer Wald möchte er zum größten Waldnationalpark Deutschlands machen und sein Entwurf des Klimaschutzgesetzes ebnet mit rund 100 Begleitmaßnahmen den Weg zu einem klimaneutralen Bayern. Ganz ehrlich, es versetzt mich immer wieder in Erstaunen, wie schnell Thorsten Glauber sich in das riesige Feld der Umweltpolitik eingearbeitet hat. Und so hat es mich nicht überrascht, dass seine Regierungserklärung auch in Bezug auf Wasser als Gemeingut überzeugen konnte. 3 Dürremonate in Folge haben uns nämlich gezeigt, dass sauberes Trinkwasser immer knapper wird. Das ist gefährlich, denn Wasser ist unverzichtbar für menschliches Leben, den Erhalt unserer Ökosysteme und vor allem die Landwirtschaft. Deshalb setzt sich die Freie Wähler Landtagsfraktion schon seit vielen Jahren gegen Versuche von Großkonzernen und Lobbyvertretern ein, die das kostbare Nass privatisieren wollen. Wasser gehört dem Staat und der Öffentlichkeit. Es darf auf keinen Fall eine Ware werden und den Gesetzen des Marktes unterworfen werden. Das hat Thorsten Glauber heute noch einmal deutlich gemacht und damit einmal mehr überzeugende Antworten auf den Klimawandel und die damit verbundene zunehmende Trockenheit geliefert. Wenn ihr euch seine Regierungserklärung noch einmal anschauen möchtet, findet ihr den Link dazu unten im ersten Kamerafeld. Und liebe Kollegen von den Grünen, Sie haben am Wochenende ein Update für das Bayerische Umweltministerium gefordert. Ich darf Ihnen versichern, es wurde längst installiert. Es heißt Thorsten Glauber. Eine bessere Werbeagentur für Bayerns Umwelt können wir uns nicht wünschen. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.